Hallo meine lieben Aufbaustrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Dawn of Man. Und wir sind gerade eben dabei, hier jetzt die erste Steinmauer zu bauen. Die erste Steinmauer der Geschichte wird jetzt hier gerade eben hochgezogen. Quasi Dawn of Steinmauer, könnte man sagen. Währenddessen jetzt auch noch jede Menge Tiere nebenher geboren werden. Ja, das sieht doch mal ganz anders aus hier. Und wieder wurde ein neuer Mensch geboren. Also so langsam aber sicher rappelt's hier im Karton. Wir erholen uns von diesem Banditenüberfall vom letzten Mal. Und wie gesagt, diese Steinmauer muss her. So sieht jetzt also aus. So sehen also unsere ersten Steinmauern aus. So. Ist auch ein Bild. Wahrscheinlich das Thumbnail, Leute. Zusammen mit der Kuh hier. Wenn ich es wiederfinde. Das ist immer so die große Grundvoraussetzung. So, ja gut, wir lassen jetzt die Leute hier mal weitermachen. Wir haben noch ein paar Steine. Ich weiß gar nicht, wie viel Stein das kostet, so ein Ding herzustellen. Ein! Das ist günstig, ehrlich gesagt. Da hätte ich ehrlich gesagt mit Schlimmerem gerechnet. Kann ich eigentlich diese Dinger alle markieren und sagen, mach Steinmauer draus? Ja, kann ich. Auch das wird markiert, mach Steinmauer draus, mach Steinmauer draus. Und dann haben wir immer noch die verbesserten Wachtürme. Boah, nochmal drei Menschen sind der Siedlung beigetreten. Jetzt sind wir wieder bei 62. So, mit dem Stroh passen wir weiterhin so ein bisschen auf. Überlegen, ob ich jetzt irgendwo hier noch mal eine Roggenplantage plane. Ist gar keine so blöde Stelle. So. Hier noch mal ein bisschen Roggen hin. Dann will ich hier noch mal ein paar Speierlinge haben. Zack. Dann auch noch gepflanzt werden, müssen jetzt gepflanzt werden im Winter. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was ein Speierling ist. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Ah, guck mal, was da jetzt ankommt. Hier unser nächster Hinkelstein. Das ist also mein Stil, ne? Baust hier so direkt quasi vors Tor. Wenn du reinkommst, hast du gleich einen Grund zu beten. Sieht schon cool aus jetzt hier mit diesen Steinmauern. Und da auch noch. Das geht gerade eben richtig let's fetz, ne? Auch wenn wir dabei jetzt natürlich massig Steine verbrauchen, aber ich hoffe einfach, dass diese Steinmauern sehr viel stärker sind als die normalen Holzmauern, weil die normalen Holzmauern, denen traue ich auch nicht so viel mehr zu als den ollen Türmen. Die Türme enttäuschen mich bis heute. Steine sind auf jeden Fall noch da. Irgendwo vier Stück. Und irgendwann muss ich auch nochmal hier abbauen. Das Krasse ist, guck mal, wie die jetzt hier. Die Steine jetzt hier echt. Echt hart gemolken. Das ist, Moment. Wir brauchen mehr Steine. Wir brauchen hier definitiv mehr Steine. Zum Glück sind wir hier quasi in diesem bergigen Gebiet gespawnt. Zwei noch, die dahin müssen. Oh, das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Ecke jetzt hier fertig. Danach machen wir halt dann darüber den Weg. Aber da will ich erstmal abwarten, dass wir wieder genügend Steine haben. Wir haben keinen Strom, um unsere Tiere zu füttern. Ja, willst du mich verarschen? Aber der Winter ist gleich rum. Ich sag ja, ich brauche mehr Stroh.
Ich brauche de facto mehr Stroh. Ein Händler ist gekommen. Hallo, hallo Händler. Wo bist du? Finde dich nicht. Wo zur Hölle ist der Händler? Da. Der hat Vieh dabei. Und Mehl und Zinn und Wolle und nichts Nützliches. Toller Typ. Toller Typ. Kannst du gleich wieder gehen, Imec. Kannst du gleich wieder gehen. Das hilft uns ja so nicht weiter. Das hilft uns leider kein bisschen weiter. Und dann immer noch am gucken, ob ich irgendwo eine Fläche habe, um irgendwas anzubauen. Aber ganz im Ernst, es sieht nicht so aus. Es sieht nicht so aus. Hier noch so eine Restfläche, aber das kann man ja nicht wirklich zählen. Da muss ich ja noch Hütten hinbauen. Ja, dass wir keinen Stroh haben, ist mir aufgefallen, Spiel. Ich bin jetzt einfach mal so naiv und sage, die werden schon nicht verhungern. Bis zum Frühjahr. Frühjahr beginnt ja gleich. Bin überlegen, ob ich die Linsen überhaupt noch brauche. Ganz im Ernst. Eigentlich nicht wirklich. So, wir haben den Winter überlebt. Das heißt, die Tiere kommen jetzt auch wieder raus und können auch so wieder fressen. Hier ist wieder alte Schweine. Ich habe das Gefühl, dass mit den Schweinen werden wir nicht mehr leben. Dass die irgendwie länger leben. Definiere einfach jetzt weiterhin, dass das ja immer eine Prioritätsaufgabe ist. Der Roggen. Der Roggen scheint zu einer anderen Zeit irgendwie. Irgendeiner anderen Zeit muss der, so wie es aussieht, ausgesät werden. Ansonsten macht es mich gar keinen Sinn. Birk hier muss auch nicht bleiben. Bin immer noch auf der Suche nach mehr Schafen. Das ist ein Mufflon. Aber ein nicht das richtige Mufflon. Ja, Freunde, es gibt auch falsche Mufflons. Also es gibt hier einige Mufflons. Das ist ein Hirsch, echt jetzt? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, das ist Mufflon-Junges, aber ich glaube dem Spiel, wenn es sagt, dass es das nicht ist. Das ist nochmal ein junges Männchen. Immer wilde Esel, die ich nicht brauche. Das ist nochmal ein junges Männchen von den Mufflons. Sammelt die mir bitte ein. Boah, es geht hier wieder Donner- und Blitzmäßig weiter. Holla, die Waldfee. Das sah aber gerade aus. Und mitten ins Gesicht. Wie viel Kupfer haben wir noch in dieser Mine? Ein bisschen, okay. Ich sag ja, dass es mit dem Heu viel zu wenig ist, was wir haben. Ah, jetzt das hier. Can see what's going on here. Sag es mal, ganz hohe Prio. Ein Mensch wurde geboren. Yeah. Wir brauchen dringend, dringend, dringend das alles. Aber jetzt kommen sie auch alle angerannt. Nur noch Frühjahr. Kann ich eigentlich hier noch mal mehr Roggen planten? Kann ich. Wir machen das einfach. Direkt vor der Haustür, ist mir egal. Feldarbeit tut Not.
Und dann müssen wir irgendwo noch so einen Heuhaufen setzen für den. Moment, das fällt unser Lager. Da noch einen hin, genau. Wow, nochmal plus 1 Wissen für 500 Fleisch. Bin ich mal gespannt, wie weit wir von den nächsten 10 Punkten weg sind. Nicht so episch weit, glaube ich. Ja gut, 1000 Brote haben wir noch nicht so schnell. Haben wir auch noch nicht so schnell. Wenn ich jetzt noch zwei Bronzespeere herstelle, dann hätten wir es. Und nochmal so ein Bronzespeer. Stell jetzt einfach mal zwei Bronzespeere her und dann haben wir die Punkte. Jetzt soll ich nochmal so einen Wagen herstellen. Könnte helfen. Wir haben genug Materialien sogar für zwei. Dann wären die Esel nicht mal. Der Esel hat sich da schon hinplatziert, ne? So. Das Erste, was da war, war der Esel. Boah, das wird ein Herbst, ey, wenn das jetzt hier alles abgeerntet werden muss. Aber zum Ernst, es muss. Und ich denke, ich werde die Linsen zum Teufel jagen. Es ist zwar nett, dass man sie hat. Aber mehr als nett ist es auch nicht. Tannine brauche ich nicht. Ja, wir fangen jetzt an, hier so ziemlich jeden Raum auszunutzen, den wir haben. Ganz verzweifelt. Definiere das weiterhin hier als Holzfällerzone. Da wächst ja schon wieder einiges nach. Okay, einen Teil davon habe ich selber gepflanzt als hier Feierling, aber einen anderen Teil wiederum auch nicht. Margot ist an Altersschwäche gestorben. Hey, das ist mal wieder sogar ein Mensch gewesen, den ich noch kannte vom Namen her. Und wieder einmal wurden zwei Schafe geboren. Oh, wir haben zwei Schafe geboren. Kann es sein, dass sich die Schafsituation jetzt endlich stabilisiert hat? Ich fände es ja zum Feiern schön. Wie viel Platz habe ich denn jetzt? Ich habe offiziell 60 Plätze. 25, 30, 40, 50, 60. Am Ende brauche ich halt definitiv 75. Oh Gott, jetzt kommen aber schnell Händler. Was hast du dabei? Ziegen. Toll. Bögen, Fische, Zinn. Bronze? Ja, Bronze kann man mal kaufen. Warte mal, ich will gerade eben mal gucken. Was Zeug haben wir denn auf Lager? Uns ist gerade eben so eher die. Das hier so ein bisschen knapp. 24 willst du dafür. Knochenharpune und Knochenspeer und Feuersteinspeere gebe ich jetzt dafür her. Keine Ahnung, warum du diesen veralteten Schrott nimmst, aber du nimmst ihn, so wie es aussieht. Oh, das ist 29 wert. Dann kann ich mir ja noch was raussuchen. Immer so ein Kupferbarren. Oh, das ist. Nicht gedacht, dass es so wertvoll ist. So. Gönnung war das gerade eben. Zwar nicht teuer, aber es war wichtig. Hier wird noch Stöcke gesammelt, genau. Weil ich da jetzt auf 1 runtergehen kann. Müssen nicht mehr zwei Leute gleichzeitig machen. Und das hier ebenso reicht, wenn es einer macht. Da kommen wieder Menschen, die wollen sich uns anschließen, wetten. Eine alte Frau, ein Mädchen, eine alte Frau und eine alte Frau. Das ist eine extrem seltsame Karawane, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, je, je. Drei alte Frauen und ein Mädchen. Strange. So. Das jetzt hier mit hoher Prio abbauen.
Der 10. Bronzespeer und damit haben wir jetzt auch wieder 10 Punkte. Und mit diesen 10 Punkten. Pferd. Weiß gar nicht, habe ich einen Reiter? Lass uns erstmal das Schwert nehmen. Wir wollen Schwerter. So, die effektivste Nahkampfwaffe. Yes. Ja, Schwerter sollen hergestellt werden. Ressourcenlimit. Wie viele Schwerter sollen es denn werden? 50% der Bevölkerung. Ja, das reicht völlig. Speere. Messer. Ich weiß gar nicht, ob jeder wirklich ein Speer braucht. Ich denke, die Hälfte der Leute reichen völlig aus. Die eine Hälfte Speere, die andere Hälfte Schwerter oder so. Ja, jetzt haben wir wieder 4 neue Leute. Die haben wir ja gerade eben schon kommen sehen. Und jetzt müssen unsere Linsen hier abgebaut werden. Und wieder einmal ist jemand an Altersschwäche gestorben. Also ich werde das hier oben definitiv jetzt auch noch zu einem Getreidefeld machen. Wir haben nochmal ein Eselchen, das wird geschlachtet. Also ihr seht, nahrungsmitteltechnisch, wir sind so gut dabei, weil halt permanent die Tiere geboren werden. Und dadurch haben wir halt permanent einfach einen ordentlichen Nahrungsmittelzuschub. Zuwachs. Wie auch immer. Kuh hier versucht, glaube ich, ihre Schlachtung zu entgehen. Nochmal wurde ein Esel geboren. Wahnsinn. Sieht ja nicht aus. Aber wir haben noch genug Platz in den Dingern. Und genug Platz in Getreidespeichern. Wächst ja schon wieder ein Baum. Ich fasse es nicht. Keiner hat ihm erlaubt, das zu tun, aber er wächst ja einfach mal. Ach Gott, ich kann jetzt im Lagerhaus verbessern. Vergaß, dass das geht. Okay, wir verbessern das Teil jetzt mal zum Lagerhaus. Momentan hat das Ding eine zweifache Lagerkapazität, beziehungsweise zweifache Nahrungsmittel-Haltbarkeitsmachung. Und hier beim Getreidespeicher sind es mal 3. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier ablaufen wird. Ob das jetzt hier auch mal 2 wird oder sogar mal 3. Weil, wenn das Lagerhaus am Ende jetzt auch bei mal 3 ist oder sogar bei mehr als mal 3, ganz im Ernst, dann brauchen wir ja eigentlich keine Getreide-Dinger mehr, ne? Weil es gibt kein Upgrade für die Getreidespeicher. So, kommt dann, baut's mal ab. Die Geräusche sind so niedlich. Überall die Eselkarren. Völlig übertrieben, ey, wie die alle geparkt werden. Wo wir gerade über Eselkarren sprechen und die Tatsache, dass ich sie toll finde, bauen wir nochmal 2, denn wir haben wieder genug Leder, um das zu tun. Ich denke, die Leute nehmen die gerne. Und ich habe auch einfach den Eindruck, dass die Esel das gerne machen. Haben sie ein bisschen Bewegung. Duck, 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 duck. Ich will das Ding gesehen haben. Jetzt ist es unten. Jetzt müssen die Steine geliefert werden und den ganzen anderen Rest. Stimmt, ich wollte die Mauer noch weiter fortführen. Stroh ist nach wie vor ein Problem. Aber der Herbst kommt. Also gut, das heißt, wir werden das im Herbst machen müssen. Dann machen wir in der Zeit jetzt mal hier mit der Mauer weiter. Seht zu, dass ihr hier eine ordentliche Mauer hinbekommt.
Nein, ich wollte das Tier nicht anklicken. Mit der Auswahl, wenn man da irgendwie einen Rahmen drüber zieht, ist irgendwie immer noch nicht so ganz so befriedigend. Will diese gesamte Seite zu einer ordentlichen Mauer machen, hä? Nein. What the hell is going on? Ach, da war schon jemand dran, oder wie? Ja, dann baue ich es halt ab. Ist irgendwie kaputt gemacht, gerade eben beim Versuch ist. Guck mal, wie schnell die sind. Mit Lichtgeschwindigkeit. Nochmal drei Ziegen. Also die Ziegen sind bei uns die Karnickel, ey, ohne Witz. Das sind unsere ganz ureigenen Karnickel. So, ihr baut jetzt das hier schön auf. Das hier wird es ja einfach nur abgebaut. Ah, nee, doch nicht. Okay, gut. Die machen so, wie sie es machen sollen. Das kann nicht repariert werden, weil dem Stroh fehlt. Boah, das ist schon fertig. Geht voll ab. Fünfhundertste Getreide. Ein weiterer Esel wurde geboren. Ich mache jetzt mal keine weiteren Mauern, denn die Leute sollen jetzt erstmal hier die ganzen Getreidefelder hier beackern. Die sind ja auch scheiß wichtig. Oh Gott, ein Räuberangriff. Hallo? Woher kommen Sie? Von hier. Oh, es sind diesmal echt viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, beim letzten Mal waren es mehr. Die haben Schwerter. Wollt ihr mich verarschen? Scheiß, die haben Schwerter. Warum muss es jetzt zur Erntezeit sein? Ich gerade runter. So, der erste ist tot. Zweite ist tot. Dritte ist tot. Vierte ist tot. Fünfte ist tot. Versuch es mal mit so wenig Verlusten wie möglich. Na toll, hat die Mauer kaputt gemacht, der Dreckskerl. Ich irgendwo noch Räuber? Glaube nicht. Wir haben es geschafft. Holla die Waldfee. Na toll, uns ist das hier halt kaputt gemacht worden. Und jetzt müssen die Leute ganz, ganz dringend hier sich an die anderen Sachen wieder an die Arbeit machen. Ganz wichtig. Seht zu, dass ihr das alles hier abbearbeitet. Ansonsten bekommen wir nämlich echt ein Problem. So, ich mache hier nochmal Roggen. Nein, das war nicht gut. Ja, stirb halt, jetzt wo wir dich am dringendsten brauchen. Leute sterben jetzt auch einfach so ganz egoistisch weg, ne? Oh, perfekt, ein komplettes Feld. Ein neuer Mensch wurde geboren. So, ich hoffe, dass wir jetzt genügend Werkzeuge haben, um das hier alles abzuarbeiten. Herbst ist schon halb rum. Kam so richtig ungelegen, der Kack, jetzt hier, dieser blöde Angriff. Vire hat sich eine Infektion zugezogen. Es ist eine Ironie, dass jemand der Vire heißt. Ja, man schreibt es anders, ich weiß.
aber sich mit Infektionen zuzieht. Ein Händler ist gekommen. Wo ist der Händler? Da ist der Händler. Ein Kompositbogen. Nee, warte mal. Die Fähigkeit, Kompositbogen schießen zu lernen, ist das. Kostet Seite 420. Ach du Scheiße. Wir haben aber schon 5 Schwerter. Die haben wir gerade so gefunden. Frage mich, ob ich mir das leisten kann. Ich probiere es halt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir das irgendwie leisten kann. Den Scheiß werde ich nicht brauchen. Die gesamten Hülsenfrüchte gebe ich denen in Zahlung. Ich habe so viel Leinen. Leinen ist eine Menge wert, wie wir sehen. Ich zahle sie in Leinen. Sieht doch gut aus. Wir haben Kompositbogenschießen gelernt. Und damit fehlt uns in der Bronzezeit tatsächlich nur noch die Pferdedomestizierung. Ist nur noch die einzige Frage, wie erlerne ich das Bogenschießen? Also in welcher Werkstatt findet das statt? In welcher Art von Werkstatt findet das statt? Effektivste Jagdwaffe. Ja, das ist schön, aber wo baue ich die? In einer Werkstatt, die ich glaube ich noch nicht habe. So doof, dass die Schweine da teilweise im Weg stehen. Oh, seht zu, dass ihr das abbaut, Leute. Höchste Prio und so. Muss es halt echt jetzt überall einzeln definieren, ne? Und wieder einmal, Virus ist an Infektion gestorben. Ja. War irgendwie zu erwarten. Jetzt habe ich das mal alles als wichtigste Aufgabe vor dem Herrn definiert. Hoffe, die kriegen das noch hin. So, unser erstes Lagerhaus ist fertig übrigens. Okay, 3 und 2,5 Mal. Okay, nee, also sie sind tatsächlich nicht besser, was die Haltbarkeit angeht. Sie sind einfach bloß hübscher und größer. Und das ist ja auch schon mal was wert. So, jetzt beschleunige ich das Ganze mal. Ich will jetzt mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Mehr Menschen sind der Siedlung beigetreten, das ist toll. Wir haben 100 Steine gesammelt, das ist auch toll. Noch ein neuer Mensch wurde geboren, wo wir bei tollen Dingen sind. 4 Ziegen wurden geboren. Oh Gott, ey, wir schaffen das nicht. Schaffen das nicht. War zu viel Arbeit, glaube ich, einfach. Shit, 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 shit. Macht schneller. Wir brauchen mehr, 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 mehr von allem. Wir werden es nicht schaffen. Fuck! Das gibt's nicht. Okay, Freunde. Ja, wir haben immerhin jetzt nochmal plus 1 Wissen jetzt für die Bronzehacken bekommen, aber das ist gerade eben äußerst ungeil. Äußerst, äußerst ungeil. So, das ist jetzt hier fertig. Ach, Cookie da! Können jetzt hier Angeln herstellen und den Kompositjagdbogen. Und die Karren können hergestellt werden. Ich wusste. Das ist etwas, was mir noch gar nicht klar war. Warte mal, jetzt machen wir mal hier Ressourcenlimits. Karren sollen nicht unendlich hergestellt werden. Nee, nee, es reichen, wenn ich 10 habe.
Das ist okay so. Und angeln müssen reichen. Ja, 50 Cent. Das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Lass mich mal gucken, kann ich die Werte für so einen Bogen sehen? Jagen. Okay, der macht gar keine Kriegsschaden mehr, sondern nur noch Jagen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das gar keine Auswirkung hat auf Kämpfen. Ich weiß es aber nicht. Also auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir das im nächsten Winter hier besser hinbekommen. Hier ist tatsächlich jetzt eine Lücke drin. Der nächste Winter muss da ein bisschen besser organisiert werden. Ja, das war jetzt ungünstig. Aber wir machen jetzt hier gleich weiter mit der nächsten Mauer. Winter ist die ideale Zeit dafür, das wissen wir ja. Und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Ich wünsche euch was, vor allem was Gutes. Ich bedanke mich für jeden Like, den ihr da gelassen habt, für jedes Kommentar. Und ich bedanke mich für jegliche sonstige Unterstützung, zum Beispiel, falls ihr mich weiterempfehlen solltet. Und ich bedanke mich auch bei meinen Patrons und da ganz vorne mit dabei Pastor Pinsi und der Devil VHD als meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. In dem Sinne, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.